Ein Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Darkness 2. Wir sind immer noch hier auf dem Friedhof und verfolgen immer noch den, ja, sag ich mal, Endboss, der sich die ganze Zeit hin und her, hin und her, hin und her teleportiert. So, aber erstmal kaufen wir ein bisschen Talente. Im Dunkeln ist Jackie Finsternispanzerung gehüllt, die ihm erhöhten Schadenswiderstand bietet. Das hört sich doch geil an. Mehr Rüssi und so. In der Dunkelheit. Perfekt. Gut. Das wäre dann auch erledigt. So. Findet hier der große Fight statt, oder? Da ist doch was. Na, ich glaube doch nicht. Na, mal gucken. So. Auf jeden Fall hat sich jetzt die Gesundheit auch verändert, wie man unten links sieht. Die ist jetzt so bläulich. Und unsere Arme nebenbei haben sich auch verändert. Die sind so Rüssi-mäßig. Cool. Hätte ich schon viel früher kaufen sollen, ehrlich gesagt. Aber naja, was soll's. Ich wusste es ja nicht. Ah, da ist er wieder. Na, warte. Komm her. Ist das alles, was du hast? Komm. Das ist aber schön. Du miese Ratte. Deckung. Selber. Na, komm her. Zeig doch, was du kannst, ey. Ratte, wo bist du? Verdammt nochmal! Hör auf mit deinem scheiß Versteckspiel! Ja, jetzt kommen sie noch mit Licht hier, ey. Was wollt ihr alle von mir? Nö. Das ist so ein Typ wieder. Weg mit dir, du Waffendieb. Hier habe ich mal gar keinen Nerv. So. Warte nur. Ah, Mann. Komm her endlich und kämpf wie ein Mann, du Memme. So, Insektenschwarm, Kollege. Wie findest du das? So. Und hier, nimm das und das. Hä, wo bist du? Mann, die haben jetzt endlich hingeteleportiert, Alter. So. Schön im Rücken geschossen, Kollege. So, gleich ist er hin. Nur noch ein paar Schüsse. Geht down, verdammt nochmal. Du bist nur eine Hülle für die Finsternis. Du bist ein mit Fleisch überzogener Koffer. Ein vorübergehender Hafen. Einen Meer voller... Erledige ihn! Na los, töte mich. Das ist es doch, was du willst. Das ist meine Belohnung. Ich begrüße dieses Leiden im Namen der Finsternis. Wo versteckt sich dein Boss? Wieso glaubst du, dass er sich versteckt, hä? Wer versteckt sich vor solcher Schwäche? Oh, ich finde den Typen so geil, den Goblin. Er ist in Hellgate. Du erinnerst dich doch an Hellgate, Jackie. So viele schöne Erinnerungen, was? Lass dich mal blicken. Wir warten auf dich. Hellgate, was? Danke für die Hilfe. Ach, schon. Ui. Oh, verdammt. Alter. Oh. Alter. What the fuck? Wenn du zum ersten Mal tötest, kommst du an eine Kreuzung. Du lernst etwas über dich selbst. Du lernst nicht, zu was du fähig bist oder was für ein übler Mensch du bist oder so ein Scheiß. Du lernst, ob du danach noch schlafen kannst oder eben nicht. Es verfolgt dich oder nicht. Mit 16 habe ich zum ersten Mal getötet. Und ich schlafe seitdem jede Nacht wie ein Baby. Das ist aber schön. Alles okay, Boss? Nicht wirklich. Oh Mann. Hey, Jennys Bild ist wieder repariert. Schön. Wenigstens etwas. Winnie. Oh, ich hab genug von denen, Jackie. Bringen wir es endlich zu Ende. Oh ja. Das ist der Plan, Vin. Sag einfach, was ich tun soll. Ich geh mal zu Johnny. Was immer du sagst, Boss. Wenn du bereit bist, diese Typen auszuschalten, sag einfach Bescheid. Werde ich machen. Werde ich machen. So.
Jetzt müssen wir nach unten. Die ganzen Leute lassen wir einfach mal jetzt in Ruhe. Wir kommen da raus. Leo! Chief! Das heißt so viel wie... Wie geht es dir? Hey, Jackie. Hey, Enzo. Jo, jo, jo. Oh, wo geht's lang? Da lang, gut. Dann wollen wir mal. Johnny. Okay. Deine Medizin nehmen sie nicht giftig, nur weil sie das behaupten. Was du siehst, sind die vier Gesichter des Bösen. Eins ist immer von dir abgewendet. Diese Idioten sind überall. Ägypten, Rom, Griechenland. Hast du gesehen, was in Bosnien in den letzten 10 Jahren passiert ist? Also, das ist Zufall. Nichts wird hier untermauert. Verrücktes Zeug, Leute im Boden, Licht am Wasser, jeder mögliche Scheiß. Okay. Jackie, ich habe gehört, was passiert ist. Herr im Himmel. Ich glaube, ich verliere meinen Scheißverstand oder so. Ich sehe ständig diese Anstalt und es wird schlimmer. Ich meine, ich verliere Zeit oder sowas in der Art. Jackie, hör mir zu. Das macht die Finsternis mit dir. Sie verwirrt dich. Also ich denke, das wäre der richtige Zeitpunkt, mal Urlaub zu machen. Hawaii oder Fidschi-Inseln. Hawaii. Nett warm und scheiß weit weg von diesen Typen. Nein. Sie haben sich bei der alten Uferpromenade in Astoria verschanzt. Nennt sich Hellgate Field. Jenny und ich waren als Kinder immer da. Dort gehe ich als nächstes hin. Sei bloß vorsichtig, Jackie. Hm? Das könnte ein Trick sein. Das Ganze stinkt nach einer Falle. Das liegt daran, dass es eine Falle ist, Blödmann. Aber welche Wahl habe ich? Jenny darf nicht länger leiden. Sie dürfen die Finsternis nicht kriegen, Jackie. Wenn sie es schaffen, sind wir alle am Arsch. Und der Gral? Den darf die Finsternis nicht kriegen. Wenn doch, sind wir nämlich alle wieder am Arsch. Dann könnte nicht mal Angelus die Finsternis stoppen. Vielleicht habe ich keine Chance. Scheiße. Ich bin so oder so gefickt, oder? Na zu, Johnny. Danke für alles. Jederzeit, Jackie. Nur weißt du, niemals und auf keinen Fall nochmal. Okay? Okay. Was ist ein Angelus, bitte, lieber Johnny? Du hast eben gerade gesagt, nicht mal Angelus könnte ihn stoppen. Was heißt das? Was ist Angelus? Angelus? Das weißt du nicht. Jackie, Angelus ist das totale und absolute Gegenteil der Finsternis. Eine Kreatur aus purem Licht. Angelus und die Finsternis kämpfen seit... keine Ahnung, aber schon echt lange, Mann. Wurde schon lange nicht mehr gesehen und gerade du solltest den Stern dafür danken. Heißt das, Angelus hat den Gral gemacht? Das sagt man. Kreatur aus purem Licht. Waffe aus purem Licht. Das liegt nahe, was? Also könnte... mich der Gral töten? Klar, wenn sie dich mit dem Gral töten, kann die Finsternis den Schaden auf keinen Fall beheben. Du wanderst direkt in die Hölle. Du gehst nicht über los, streichst keine 4000 Kröten ein. Ja. Okay, danke. Oh Mann. Erzähl mir mal mehr, bitte, lieber Johnny. Erzähl mir mehr von Angelus. Abgesehen davon, dass sie dich töten will? Etwas mehr wäre schon hilfreich. Also gut. Alles, was die Finsternis ist, ist Angelus nicht. Die Finsternis ist im Finster. Angelus ist Licht. Die Finsternis will Chaos, Angelus Ordnung. Die Finsternis braucht einen männlichen Wirt, Angelus einen weiblichen. Das erklärt wohl, weshalb sie kämpfen. Vermutlich für immer. Jenny. Weiblich? Jenny. Ja, du weißt schon. Titten, Handtäschchen, Schuhe. Soll ich dir ein Bild malen? Heißt das, eines Tages taucht das Weib auf und will mich töten? Ja, wenn dir das etwas hilft, du bist nicht der Erste, der in diese Lage kommt und du wirst auch nicht der Letzte sein. Super. Danke nochmal, Johnny. Null Problemo. Ich wette, damit ist Jenny gemeint. Bestimmt. Du musst eins verstehen. Die Finsternis ruiniert deinen Verstand. Du wirst so abhängig wie ich. Und bald weißt du nicht mehr, wer wen kontrolliert. Das dunkle Zeug ist toll, aber es frisst dich auf. Du musst aufpassen, dass du nicht so endest wie ich. Okay. Ich wette, hundertprozentig ist damit Jenny gemeint. Hundertprozentig. Hey, wenn du drauf gehst, krieg ich deine Bücher? Was? Zu früh. Ja, schon zu früh. Ja. Mann, da ist die Scheiße uns ordentlich um die Ohren geflogen. Oh ja. Nicht gut, Boss. Nein. Auf keinen Fall. Rede mit Ginny. Ginny, genau. Rede mit Jimmy und Winnie. Das ist ein schlechter Deal, Jackie. Ganz schlecht. Ich hab mit Winnie geredet. Vielleicht sollten wir eine Weile den Kopf unten halten, bis sich die Lage beruhigt. Gute Idee. Und genau das solltet ihr alle machen. Aber ich beende es. Heute Nacht. Was zum Teufel soll das heißen? Das heißt, dass ich zu der alten Uferpromenade in Astoria gehe. Sie haben da was, was ich brauche.
Worum geht's, Boss? Sag einfach, was zu tun ist. Ich und die Jungs sind bereit, ein paar Schädel einzuschlagen. Die Penner haben Nerven, sich hier blicken zu lassen. Nein, Vinny. Ich habe euch wegen meiner Sache in Gefahr gebracht. Das werde ich nie wieder machen. Ich muss das alleine tun, okay? Jackie, ich kann nicht... Das ist ein Befehl, hörst du? Du hast echt Eier in der Hose. Vinny, wenn ich nicht zurückkomme... Halt die Klappe, Jackie. Ich sehe dich, wenn du zurück bist. Verstanden? Mal gucken, mal gucken. Jungs, Jimmy, Vinny, Jess. Aber ich würde sagen, wir sind gerade gleich bei 11 Minuten angelangt. Und dann werde ich erstmal diesen Part beenden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part von The Darkness 2 wieder. Tschüss.